Herzlich willkommen zu den SRK-TV-Nachrichten. Helmut Brahmann ist seit dem 1. Juli dieses Jahres der neue Hauptgeschäftsführer des ZVSRK. Wir nutzten in Berlin am Rande des Digitalisierungskongresses, den der Zentralverband veranstaltet hatte, die Möglichkeit, mit Brahmann ein erstes Gespräch zum SRK-Handwerk und Ziele des ZVSRK zu führen. Die aktuelle Situation sehe ich noch sehr komfortabel. Darin liegt aber auch eine gewisse Gefahr. Und der Markt wird sich auch weiterhin stabil auf einem hohen Niveau in den nächsten Jahren noch bewegen. Die Gefahr liegt darin, dass das eigentlich das große Problem, was die Betriebe derzeit haben, dasjenige ist, dass sie zu wenig Zeit haben. Und das bedeutet auch zu wenig Zeit, sich mit Entwicklungen auseinanderzusetzen, die auf uns einprasseln, die vielleicht in den nächsten Jahren zu ganz wichtigen Faktoren werden, auf die man sich jetzt schon vorbereiten sollte. Also das ist natürlich das Thema Digitalisierung. Digitalisierung klingt pauschal, man macht das nicht um der Digitalisierung willen, man passt seine eigenen Prozesse an, um effizienter zu werden. Man muss weiter, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Point of Sale bleiben. Dafür tun wir auch als ZVSHK alles. Unsere Klientel, unsere Kunden, das sind unsere Innungsbetriebe, die müssen in die Lage versetzt werden, Point of Sale zu bleiben, und dafür müssen sie die Beratungsleistung transparent vermitteln können. Sie müssen die Produkte, die sie einbauen wollen, auch transparent im Verkaufsgespräch schon alle beratend und planend mit einbauen können. Dazu haben wir unter anderem Projekte gestartet, unter anderem auch den Open Data Pool, um das auf den Weg zu bringen, dass wir für die Zukunft dann auch stark gewappnet sind. Für Helmut Brahmann stehen wichtige Aufgaben für den Verband an. Insbesondere sind das zwei Bereiche. Das eine ist die interne Aufstellung des Verbandsgefüges und das in Anbetracht der Marktveränderungen, die es gibt. Und das andere ist tatsächlich, wie können wir als Dienstleister unser Handwerk bei diesen Marktveränderungen wirklich erfolgreich und vielleicht noch erfolgreicher als bisher begleiten. Also zur internen Aufstellung darf ich sagen, wir haben bis dato in der Verbandsstruktur, wie sie da ist, noch einen sehr hohen Organisationsgrad an Innungsmitgliedern über die Innungen in Landesverbänden organisiert und dann auch im ZVSHK. Wir sind ein starkes politisches Sprachrohr. Und diese Verbandsorganisation, die muss mit einem Mehrwert bis zur Basis erkennbar sein. Sonst werden sich die Unternehmen immer mehr die Frage stellen, weshalb sind wir da Mitglied? Und es gibt keine Zwangsmitgliedschaften, wir sind ein Dienstleister. Also dieser Dienstleistungsfaktor muss ausgebaut werden. Dazu gehört auch das Hinterfragen von Verbandsstrukturen und von Informationsflüssen im Verband. Alles auf den Kunden, das Unternehmen an der Basis ausgerichtet. Und das andere ist natürlich die Marktgestaltung. Das sind wesentliche Aspekte im politischen Umfeld, die Rahmenbedingungen für uns diktieren. Energieeffizienz im Gebäudebereich, das sind gesetzliche Rahmenbedingungen, an denen wir mitgestalten können. Und natürlich auch die Frage des barrierefreien Bauens, des im Ausbaubereich, im Sanitärbereich. Wie werden künftige ältere Generationen da vernünftig zurande kommen? Das ist auch unser Thema. Und da gibt es noch keine Rahmenbedingungen an der Stelle, bis auf Barrierefreiheit. Aber für das Pflegebad gibt es nichts, und das sind Rahmenbedingungen, die müssen wir setzen. Wir wünschen Helmut Brahmann viel Erfolg für seine Arbeit. Ja, das waren die SRK-TV-Nachrichten für heute. Morgen zeigen wir Ihnen ein neues Produkt im Blickpunkt, und nächste Woche geht es hier mit unseren Sendungen weiter. Bis dann!